Katrin Schnitzer denkt ständig an ihren 6-jährigen Sohn Leonardo. Der lebt seit fast 2 Jahren in einem Kinderheim. Manchmal dürfen sie telefonieren. Die erste Frage am Telefon ist sofort, wann kann ich wieder nach Hause? Wie lange muss ich noch hier bleiben? Er sagt auch ganz oft, ich liebe dich, Mama, und ich vermisse euch ganz doll. Es gibt Momente, da weint er dann auch am Telefon ganz bitterlich. Dabei hatte die Mutter selbst um Hilfe beim Jugendamt gebeten. Die Eltern leben getrennt. Nach Besuchen beim Vater hatte sich der Junge sehr verändert. Er war extrem wütend und hat sich selbst gebissen. Man könne dem Kind nur stationär helfen, so das Jugendamt. Leonardo ist jetzt seit fast 2 Jahren in dieser Wohngruppe und hat bis heute eben aber keine therapeutische Anbindung erhalten. Was weiter passiert, können weder Katrin Schnitzer noch ihr erwachsener Sohn Marcel verstehen. Weil es keine Hilfe gibt, will die Mutter Leonardo nach Hause holen. Ein Gutachter wird gerufen und stellt schließlich fest, die Erziehungseignung beider Eltern sei beeinträchtigt. Die Mutter sei nicht in der Lage, Konflikte durchzustehen. Und ihre Fähigkeit zu feinfühligem Fürsorgeverhalten wird angezweifelt. Wenn man es liest, tut es erstmal verdammt weh. Es tut richtig böse weh, weil man dort nichts liest, was einen, auf einen selbst auch zutrifft. Wir zeigen Professor Werner Leitner das Gutachten. Er beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit Gutachten für Familiengerichte und stellt immer wieder Mängel fest, auch in diesem Fall. Es soll um ein Gutachten gehen zur Erziehungsfähigkeit der Kindeseltern. Es wurde aber der Umgang der Kindeseltern mit dem Kind überhaupt nicht beobachtet. Auch auf anderen Ebenen gibt es ganz gravierende Mängel. Es wurde beispielsweise auch bei der Gesprächsführung keine Strukturierung vorgenommen. Auf der Grundlage dieses Gutachtens kann ein Gericht keine fundierte Entscheidung treffen. Mangelhafte Gutachten sind keine Ausnahme, denn es gibt keinerlei Qualitätsstandards für familiengerichtliche Sachverständigengutachten. Und es gibt auch keine konkreten beruflichen Anforderungen, wer solche Gutachten schreiben darf. Die Richter wählen die Gutachter aus und üben schon deshalb nur selten Kritik. Und so wurde auch Katrin Schnitzer das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf der Grundlage mangelhafter Gutachten entzogen. So war das auch bei Anna und ihrer Mutter. Eine Sachverständige hatte sich für 1,5 Stunden mit Anna in einem Eiscafé getroffen. Offenbar Zeit genug, um festzustellen, dass eine akute Kindeswohlgefährdung besteht. Der Grund, ein angeblich symbiotisches Verhältnis zu ihrer Mutter. Ich war eigentlich verurteilt dazu, eine böse Mutter zu sein, die ihrem Kind keine Chance gibt, ein eigenständiges Leben irgendwann mal führen zu können. Das ist total der Schwachsinn, weil okay, natürlich verstehen meine Mutter und ich uns gut und wir streiten uns jetzt nicht so wie die paar andere Leute, die ich kenne, wo dann die Kinder einfach im Wald übernachten, aber das ist ja eigentlich nicht krank, das ist ja eigentlich gut, wenn man sich versteht. Annas Eltern hatten ums Umgangsrecht gestritten, deshalb hatten die Richter eine Gutachterin bestellt. Diese meinte, dass das symbiotische Verhältnis zwischen beiden zu schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen bei Anna führen könnte. Ohne diese Einschätzung in Frage zu stellen, entziehen die Richter der Mutter das Sorgerecht. Anna wird in ein Heim gebracht. Ihre Mutter kämpft, zieht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Sie bekommt Recht. Nach 8 Monaten darf Anna wieder nach Hause. Die Verfassungsrichter kritisieren besonders, dass die Richter vom Oberlandesgericht kritiklos der Gutachterin gefolgt sind. Wissenschaftler der Fernuniversität Hagen haben in einer aktuellen Studie festgestellt, mehr als die Hälfte der Gutachten für Familiengerichte hätten Mängel. Nur eine Minderheit erfülle die fachlich geforderten Qualitätsstandards. Spätestens seit dieser Erhebung räumt sogar der Deutsche Richterbund Fehlentscheidungen bei Familiengerichten ein. Die Frage, die wir uns mit großer Selbstkritik stellen, ist die, woran hat das gelegen? Warum haben wir das nicht gemerkt, dass dieses Gutachten fehlerhaft war? Und wie konnte es dazu kommen, dass möglicherweise eine Entscheidung auf dieses fehlerhafte Gutachten gestützt werden konnte? Da überlegen wir zurzeit, wie wir das in Zukunft jedenfalls abstellen können.
Damit sich wirklich etwas ändert, müssen jedoch die Qualitätsstandards gesetzlich geregelt werden. Das Bundesjustizministerium ist in der Pflicht. Also mich macht es persönlich auch sehr betroffen. Es ist am Ende auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Und deshalb muss es sich so schnell wie möglich ändern. Was meinen Sie, wie schnell? Kann man das zeitlich fassen? Ich kann Ihnen kein Datum nennen, nein, das kann ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, wir tun alles, dass es so schnell wie irgend möglich geht. Endlich scheint die Politik das Problem ernst zu nehmen. Aber es muss schnell etwas passieren. Denn Katrin Schnitzer und ihr Sohn Leonardo sind nur ein Beispiel für viele andere.